Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ark Genesis 10 Folge. Heute sind wir mal hier im Sumpf unterwegs und wollen einen Bloodstalker zähmen. Dort oben in der oberen linken Ecke des Bilds kann man sogar zwei an einem Felsen hängen sehen. Einen davon möchte ich dann zähmen. Mal sehen, welcher es wird. Also, falls ihr Bloodstalker suchen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall sehr aufzupassen. Die gibt es nämlich wirklich überall in diesem ganzen Gebiet hier. So, ich gehe mal kurz aus der Kraterperspektive raus. So, die hängen hier zum Beispiel an solchen großen Ästen von diesen Bäumen dran. Die hängen unter diesen Klippen und alles. Also, die können sogar mal unten rumrennen. Ab und zu. Also, mit denen ist auch nicht zu spaßen. Die ziehen dich einfach von unten nach oben, wenn du einfach in ihrer Sichtweite bist. Und ja. Das nutzt man auch aus. Ich habe hier ja jetzt etwas auch vorgesorgt hier. Man zähmt die nämlich mit Bluttransfusionen. Und diese bekommt man durch ein Bluttransfusionsset. Ich habe hier so circa 1100 Bluttransfusionen. So viele braucht man auch circa, um einen Level 150er Bloodstalker zu zähmen. Die werden, soweit ich bisher gemerkt habe, glaube ich mal nicht beeinflusst von der von Taming-Einstellungen. Also, die werden nicht schneller gezähmt, brauchen nicht weniger oder sonst was. Bisher ist das komplett immer gleich gewesen. Hab da mal ein bisschen rumprobiert bei mir. Aber naja. Gut, dieses Bluttransfusionsset, das bekommt ihr auch schon ab Level 6. Also könnt ihr sogar relativ früh schon Bloodstalker zähmen. Für die braucht man auch keinen Sattel, also ist nochmal einfach. Man braucht ja hier auch nur ein Keratin und 10 Leder, also das ist eigentlich gar nichts. Dann einfach mal hier auf Verbrauchen klicken, kriegt man eine Bluttransfusion und büßt eben 25 seines Lebens ein. Und ja, das regeneriert aber dann auch relativ schnell wieder nach, also sollte kein Problem sein. Na gut, dann werden wir jetzt mal einen zähmen gehen. Dafür müssen wir einfach nur in deren Sichtweite. So, da hat mich schon einer. Da seht ihr es auch nochmal genau, wie so einen so ranzerren. Man könnte sich jetzt auch wehren, aber das machen wir jetzt mal nicht. Denn man muss sich einfach so fangen lassen von denen. Und die fressen eben die Bluttransfusionen aus dem eigenen Inventar heraus. Oder der ist Level 140. Ja, das ist schon mal ordentlich. Ja, der andere guckt da so einfach. Ja. Ah, ich kann ja mal die Musik kurz ein kleines bisschen leiser stellen. Ah, noch ein bisschen leiser. So, dann sind die jetzt nicht so laut. Und ja, das dauert jetzt einfach eine Weile, bis der eben die ganzen Bluttransfusionen gegessen hat, die er braucht. Hier, da sieht man es auch, der isst jetzt einfach die Bluttransfusionen auf und lässt uns sozusagen in Ruhe. Ich empfehle euch auf jeden Fall nicht zu flüchten, denn es könnte ein bisschen gefährlich sein aus dieser Höhe hier. Ja, der andere guckt auch so gierig, der will sich ja auch was haben. Aber naja. Gut. Ich werde jetzt mal ganz kurz mit dem Slow-Mo-Command mal ein bisschen die Zeit beschleunigen. Dass das auch mal ein bisschen schneller vorangeht hier. So. Der frisst jetzt hier erstmal ordentlich. Und dann müsste er auch gleich fertig gezähmt sein, wenn. Wir können ja nochmal gucken hier. Ja. 10er Geschwindigkeit sollte ausreichen. Auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal wieder auf 1 zurück.
lassen den jetzt die restlichen Prozent mal noch fressen. Mal sehen, wie viel hat denn der jetzt gefressen? Ja, der hat fast die ganzen schon aufgefuttert. Also eben ein Level 150er würde jetzt alles auffuttern davon, aber der braucht jetzt nicht so viel davon. Naja, doch schon, der hat schon so 1000 gefressen hier. So, da ist er auch schon gezähmt. Benennen werde ich ihn jetzt nicht und wir schweben anscheinend sogar in der Luft einfach. Ja, schön. Dann springen wir mal ab. Also, der hat auf jeden Fall keinen Fallschaden auch. Und er hat auch eine schöne Sicht, dass er eben alle anderen Dinos so in bestimmten Farben angezeigt werden. Und ja, außerdem gleitet man mit ihm schön übers Wasser. Man kann sogar hier sprinten. Man kann sogar an den meisten Wänden eigentlich auch hochklettern. Hier sieht man's. Verbraucht das Ausdauer? Das verbraucht bei ihm nicht mal Ausdauer, also nicht so wie bei vielen anderen Tieren. So, dann eine weitere tolle Sache bei ihm ist, er kann Doppelsprünge machen. Jetzt springt man mal hoch und dann kann man nochmal in der Luft springen. So sieht der normale Sprung aus und dann drückt man in der Luft nochmal Leertaste und dann springt der hier schön doppelt. Und dann kann er auch richtig schön weit fliegen. Auf Wasser ist er auch sehr, sehr schnell, finde ich. Gut, dann kommen wir jetzt aber mal zum Höhepunkt von ihm, glaube ich. Mit Linksklick können wir hier so ein schönes Seil machen. Und dann uns auch ranziehen mit Linksklick. Und wir können mit Linksklick nochmal eins machen. Und dann immer wieder weiter ranziehen. Wie wir eben wollen. Das können wir wirklich auf beliebige Entfernung machen. Oh nein. Da wurden wir jetzt rangezogen. Oh, wir haben es noch überlebt. Aber auch nur ganz knapp. Wir sollten uns mal hier kurz in Sicherheit bringen. Und ja, dann zeige ich euch gleich nochmal. Nach einem kurzen Cut, also was er denn noch alles kann. So, da bin ich auch schon wieder mit unserem Bloodstalker. Man muss wirklich aufpassen, dass man eben nicht von ihm wieder runtergezogen wird. Gut, dann jetzt aber erstmal noch eine Sache. Man kann sich mit Rechtsklick auch noch so zwei Seile machen eben. Mit Linksklick und mit Rechtsklick hat man dann eben so zwei Sachen. So hängt man hier einfach mal so zwischendrin in der Luft. Und mit C kann man sich auch wieder abseilen. Bei so großen Bäumen ist das natürlich auch richtig toll hier. Ich kletter mal kurz hier oben drauf. So, komm. Oh, warte mal. Gibt es hier überhaupt nicht. Wie kriege ich das jetzt nochmal hin? Das ist hier. Ja, es wählt auf jeden Fall automatisch irgendwie auch immer was aus. So, jetzt habe ich es mal ausgekriegt. So, gut, dann mit C kann es auch einen normalen Angriff machen. Das ist hier der normale Angriff von ihm. Der auch wirklich richtig mal Schaden machen kann noch. So, können wir jetzt erstmal hier kurz ein paar Bäume fällen. Dann kann er außerdem auch Tiere eben so fangen wie uns eben auch. Wir können ja mal gucken. Erstmal gebe ich dem mal ein Level ab. Also, der hat auf jeden Fall gute Stats. Die haben viel Leben und viel Ausdauer, definitiv, immer.
So, hier können wir gleich nochmal sehen. Die macht sogar eine richtig tolle Animation beim Runterfallen. Also, der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, da haben wir mal so ein kleines Opfer. Da. Wir können den einfach grabben eben und uns ranziehen. Und dann hängen wir immer noch vorne dran und der killt den einfach. So nebenbei. Ist auch ganz toll. Währenddessen können wir uns zwar nicht bewegen, aber hey. Wir können Tiere ranziehen. Das ist, finde ich, genial einfach. Zwar leider nur so kleine Tiere, aber trotzdem, oho. So, hier. Komm her, du Dilo. So, gut. Ja. Das war's dann auch erstmal mit dem Bloodstalker für heute. Ich hoffe, euch hat dieses 10-Video mal wieder gefallen und es war hilfreich für euch. Ja, unser kleiner Bloodstalker hier. Ja. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.